Jetzt muss ich mal kurz die Kamera drehen und mir die Imps schnappen, die hier rumracen wie von der Tarantel gestochen. Lass sie mir hier einfach mal wegbuddeln. So. Dann haben sie schon mal wenigstens die drei was zu tun. Denn dahinter ist ja die Königskammer. Und ihr solltet eigentlich auch was tun. Ihr solltet euch gegenseitig kloppen. Aber wer ist denn noch mit den eisernen Jungfrauen zusammen? Dass ihr ein bisschen an Stufe gewinnt. Werkstatt gebaut. So. So, dele. Und Horny. Und alle Imps. Hier runter. Ein Teufler ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Hier müsste doch noch ein Bett für dich frei sein. Da steht der König, ich schlag auf ihn ein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch. Genau, er schlägt den König. Ihr habt mich vielleicht besiegt, aber meine letzte Verteidigungslinie wird euch doch noch vernichten. Ein Teufler hat euren Dungeon verlassen. Das ist mir jetzt auch gerade egal. Steinritter sind das. Okay. Und meine Imps laufen hier alle amok. Wobei sie das gar nicht sollten. So, jetzt bleibt nur noch der eine Magier. Und dann sollte von hier eigentlich nichts mehr zu befürchten sein. Außer Horny macht hier noch Türen kaputt, was ich nicht will. Ich kann ihn nicht rauskloppen. Ach, er hat die Tür kaputt gemacht. Und tötet einfach, was dahinter ist. Oder auch nicht. Habe ich zufällig jetzt einen Level 8er? Nein, habe ich nicht, aber ich habe einen Level 7er, der muss reichen erst einmal. Der macht auch gut Schaden jetzt an den Kanonen. Was gut ist. Ja, guter Schaden ist immer gut. Aber ja, langsam schaffen wir es doch. Portale haben
habe so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ich nehme an, diese Steinsoldaten da oben sind auch nicht von Pappe. Diese zwei oder was, wie viele das auch immer waren. Die Steinritter sind die letzten Verteidiger des Durchgangs. Es gibt keine Macht in diesem Reich, die sie besiegen könnte. Sind wir doch noch zum Scheitern verdammt? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Keine Macht in diesem Reich. Das heißt, Horny kann sie nicht besiegen? Das glaube ich doch irgendwie nicht. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Arena. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Casino. So, jetzt müsstest du zur Arena und zum Casino kommen. Das hier sieht aus wie so ein Portal aus dem Intro. Und das hier sieht aus wie der Hochgang. Es sind zwei Steinritter, die uns im Wege stehen. Trainieren wir mal weiter die Salamander hoch. Und die eiserne Jungfrau. Und die drei machen mir so eine Art roten Teppich langsam zum Tor hin. Ich find's lustig, wenn wir an die Oberfläche wollen, warum nehmen wir da nicht solche Heldentore? Nun gut. Horny wird's wissen. So, das ist dann noch eine kleine Strecke. Währenddessen füllt sich mein Mana immer mehr auf. Weil wir auch betende Vampire haben, die eigentlich trainieren sollten, aber ist egal. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Was? Warum kommt jetzt hier ein Glühwürmchen angeflogen? Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht verstehen. So, ich denke, mein Mana gleich voll ist, warte ich, bis sich die Krieger in meinen die Echsen und alles erholt hat, was der Fall zu sein scheint. Mana ist voll, dann speichere ich jetzt einmal. Spiel gespeichert. Ich rufe jetzt Horny und schnapp mir alle meine Kreaturen. Und setz hier eine Sammelflagge. Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Und Horny kann wirklich ordentlich auf sie einprügeln. So viel dazu, dass man sie nicht besiegen kann. Eine ist schon mal tot. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft.
Brauchen die Glitch nochmal im letzten Moment des Triumphes? Lassen wir ihm das Vergnügen. Und der Ausgang liegt vor uns. Sehr schön. Leertaste. Na dann wollen wir mal den Abschluss gucken. Ja, und dazu hat selbst der Sprecher nichts mehr zu sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich vollbracht. Und die Kampagne abgeschlossen. Sehr schön. Wir stehen leider ziemlich weit unten. Egal. Namen keinen eingeben. Und damit gehört die Welt uns und Horny ist an die Oberfläche gegangen. Ja, das war doch mal ein episches Ende, würde ich sagen, für ein episches Spiel. Jetzt kommen noch ein oder zwei extra Folgen, in denen ich diese geheimen Bonusmissionen zeigen werde. Und dann noch ein kleines Abschlussvideo von mir. So eine Art Kritik, aber da will ich jetzt nichts vorwegnehmen. So. Also dann bis zu den Extra-Folgen und meinen anderen Projekten.